Ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Stadium Arena Leiterburg. Wir widmen uns diesmal der Arena von Prismania City und der Arena-Leiterin Erika. Und dafür wählen wir das gewohnte Team um Mewtwo, Zapdos, Lapras, Chanera, Machomai und Glurak. Und wie bereits gewohnt, vier Trainer, beziehungsweise drei Trainerinnen plus die Arena-Leiterin in dem Fall, müssen wir besiegen, um den Orden bzw. den Schlüssel zur nächsten Burg zu bekommen. Und hier sehen wir schon mal eine bunt gemischte Auswahl an Pokémon. Mal schauen, wie wir das Ganze hier meistern können. Wir machen den Auftakt mit Lapras. Und beim Gegner kommt Dragonier. So, ich spekuliere schon mal ganz stark auf eine Attacke, die ja gleich von meinem Gegner kommen wird. Und genau die hatte ich schon erwartet. Ah, ist das schön. Eisstrahl, das wird, denke ich, nicht ganz reichen. Nein, reicht tatsächlich nicht ganz, um Dragonier zu besiegen. Also, wagen wir noch einen Versuch. Es kommt auch Dragonier mit Eisstrahl, das ist relativ sinnfrei. Weil es nur einen Viertelsten Schaden anrichtet. Nächster Eisstrahl und das ist das 1:0 trotz Paralyse. Ja, den Volltreffer hätten wir vielleicht eher gebraucht, Lapras, aber trotzdem in Ordnung, was du hier zeigst. Welches Pokémon wird nun kämpfen? Gute Frage. Schauen wir mal. Giflor. Okay, da könnte jetzt natürlich auch ein Blättertanz kommen. Der kann unter Umständen wehtun. Oh, ein Solarstrahl. Ein Solarstrahl. Okay, mal schauen, was der Eisstrahl hier packt. Vielleicht können wir es ja einfrieren. Oh, leck mir den Arsch, yes! Besser hätte es nicht laufen können. Sehr gut, sehr, sehr gut. Wir plätten es jetzt mit dem weiteren Eisstrahl. Bekommen keinen Solarstrahl ab. Oh, besser hätte es nicht laufen können, ganz ehrlich. So, was kommt hier als letztes? Radikal. Ja, was kann ja diese Ratte jetzt schon noch ausrichten? Bestenfalls unser Lapras plätten. Ein Superzahn, dachte ich mir fast. Ah, Superzahn ist so eine richtige Kackattacke. Ah, schade, er hatte gehofft, dass wir es nochmal einfrieren. Okay, wenn Lapras jetzt nicht paralysiert ist, haben wir gute Chancen, das Ding hier zu gewinnen. Ohne ein Pokémon zu verlieren. Donner. Natürlich trifft's mit einem Volltreffer. Ah, das widert mich jetzt leicht an. So, jetzt gibt's erstmal richtig Prügel. Richtig Prügel gibt's jetzt. So, Machomai, keine Gnade. Ich will, dass du den Überroller durchbringst. Na klar, ist diese Scheißratte schneller. Nächster Volltreffer. Machomai, zieh durch. Sehr gut. Und tschüss. Und damit holen wir den Sieg im ersten Kampf. Sogar mit Pokémon-Verlust allerdings schon. Aber Sieg ist Sieg. Am Ende fand ich es trotzdem relativ souverän, wie wir hier rausgegangen sind. Widmen wir uns dem zweiten Kampf. Widmen wir uns der Herausforderung der Schönheit. Mit
Ja, vielen Pokémon, die anfällig gegenüber Elektroattacken sind. Deswegen ist da die Wahl relativ eindeutig. Wen ich als erstes einsetze, nämlich Zapdos. Und Starmie kommt beim Gegner. Beim Gegner kommt Starmie. Hydro-Pumpe. Ah, okay. Wir nehmen erstmal die Donnerwelle, um quasi den Erstschlag zu erhalten. Ich mir fast schon gedacht habe, dass Starmie schneller ist. Und greifen jetzt mit der Donnerblitzattacke an. Oh, schön, Volltreffer. Endlich kriege ich auch mal einen. Und tschüss. Sehr gut, Zapdos. Welches Pokémon wird die Arena betreten? Golking. Okay. Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementen. Ich gehe davon aus, dass Zapdos schneller sein wird. Ja, deshalb nächste Donnerblitzattacke durchladen. Sehr gut. Eisstrahl, das ist schlecht. Boah, nicht, Alter. Puh. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. So, wir wechseln aus. Oh, ein Pokémon-Wechsel steht an. Keine Lust jetzt noch auf irgendwelche sinnlosen Spielchen hier. Nächster Eisstrahl. Mewtwo kann nicht mehr einfrieren. Da maximal ein Pokémon gleichzeitig einfrieren bzw. schlafen kann. Und dann würde ich mal sagen, schlechte Karten für Golking jetzt. Auf Wiedersehen. Psychokinese. Ein guter Treffer. Boah, auf die Bretter. Sehr gut. Nächstes Pokémon bitte. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Aerodactyl. Ich gehe davon aus, dass Aerodactyl schneller ist. Deswegen brauche ich ja gar nicht erst kommen mit dem Delegator. Oh, fliegen. Okay. Okay. Dann weiß ich, welche Taktik ich erfahren muss. Weiß ich, welche Taktik ich fahren muss. Lächerlich. Das war einmal super lächerlich. Ja, das ist ein schwerer Treffer. So, ich gehe davon aus, dass ihr wieder fliegen kommt. Natürlich. Deswegen beste Gelegenheit für uns, einen Delegator zu erzeugen. Und somit schon mal größerem Schaden aus dem Weg zu gehen, falls hier ein Volltreffer kommt. Oder eben den der Delegator absorbiert die gesamte Attacke. Und dann ist Feierabend hier an der Stelle für Aerodactyl. Sieg! Zweiter Kampf geht damit auch an uns. Und damit stellen wir uns jetzt der nächsten Herausforderung. Der Herausforderung der Trainerin. Der letzte Kampf vor der Arenaleiterin. Oh ja. Oh ja. Ganz klare Angelegenheit für euch. Ja, so gefällt mir das. Die Auswahl des Teams. Wir schicken als erstes Mewtwo in den Ring. Beim Gegner kommt Nidoking. Sehr gut. Vorteil auf unserer Seite.
Psychokinese. Die sollte erstmal ordentlich Schaden anrichten. Mit dem Volltreffer. Auf Wiedersehen, Nidoking. Besser hätten wir hier nicht loslegen können. Weiter geht's mit Schlurp. Schlurpus in dem Fall. So, was machen wir hier? Ich gehe erstmal auf den Delegator. Erstmal zu schauen, was mich hier erwartet. Superschall. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Und dann schicken wir jetzt erstmal eine Psychokinese los auf Schlurp. Komm, wenigstens die Hälfte. Ein bisschen mehr als die Hälfte wäre gut. Ziemlich genau die Hälfte. Wir müssen nochmal genau so viel abziehen, damit es hier was wird. Feuersturm. Reicht nicht, um den Delegator zu zerstören. Geht so. Nächste Psychokinese. Reicht die aus, um Schlupf zu besiegen? Reicht aus. Sehr gut. Ein Pokémon noch übrig beim Gegner. Wir haben noch drei und den Delegator. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Schauen wir mal, was jetzt hier noch kommt. Nidoqueen. Schlechte Karten für den Gegner. Vor allem, wenn ich überlege, was ich noch draußen habe. Da ist noch ein Lapras auf der Bank. Und ein Mashomai mit Erdbeben. Das wird wohl nichts mehr werden. Body Slam wird den Delegator zerstören. Was ist das? Der Delegator wurde zerstört. Ja. Die Kraftpunkte sind unterschiedlich. Aber hier ist jetzt Feierabend an der Stelle. Psychokinese wird den Rest erledigen. Psychokinese. Ja, und tschüss. Also, Mewtwo macht mal wieder richtig gute Arbeit und holt uns richtig sicher den Sieg im dritten Kampf. Und damit können wir uns jetzt der Arenaleiterin stellen, nachdem wir alle drei Trainerinnen vorher besiegt haben. Hier ist es. Prismania sieht die Runde 2 Anführerin. Erika möchte kämpfen. So, wir haben hier einige Pflanzen-Pokémon. Ein Pixie ist noch mit dabei. So, wir nehmen auf jeden Fall dich mit. Dich und dich. Auftakt machen wir mit Zapdos. Aufgrund dessen, dass es gegen 5 Pokémon, außer gegen das im Übrigen, im Vorteil ist. Das ist ja dieses hässliche Pixie auf dem Feld. Mal gucken, was hier von dem Pixie kommt. Erstmal eine Runde abwarten. Body Slam, okay. Delegator absorbiert die Attacke. Okay. Sehr schön. Erstmal das Pixie ein bisschen runterbringen. Oh, das schmeckt gut. Yes. Also wir sind hier bis jetzt mit, ja, doch relativ viel Glück dabei. Können es auch so eine Donnerblitzattacke durchbringen, bevor der Delegator vernichtet wird. Ja, reicht nicht ganz für die Hälfte. Oh, Pixie ist wieder paralysiert. Das war's. Pixie wird uns keinen Schaden mehr noch extra zufügen können. Das heißt, Zapdos wird gegen die restlichen, beziehungsweise, ja, Erika wird ein Problem haben, sagen wir es mal so, mit dem nächsten Pokémon. Weil alle Pokémon, die jetzt kommen, haben eine Schwäche gegen Zapdos. Also, geben wir Pixie den Rest. Donnerblitz-Attacke, los! Und tschüss. Das bedeutet einen Pokémon-Wechsel. So, was kommt hier als zweites?
Kokowai. So, Kokowai, da kommt jetzt entweder eine Psychokinese, die zerstört mit dem Delegator, oder irgendeine Puderattacke. Schauen wir mal. Psychokinese, okay. Okay, dann greifen wir jetzt mit dem Bohrschnabel an, um mir nochmal Kokowai ein bisschen zu schwächen. Oh, Volltreffer. Das wird aber trotzdem nicht reichen. Doch, reicht aus. Das war natürlich stark jetzt an der Stelle. Letztes Pokémon von Erika ist Giflor. Auch da bin ich jetzt gespannt, was hier kommt. Da kommt keine Attacke, die jetzt direkt den Delegator zerstören kann eigentlich. Body Slam, das wird nicht reichen. Dachte ich es mir. Okay, wie viel Schaden macht der Bohrschnabel? Macht der mehr als die Hälfte? Eigentlich müsste er mehr als die Hälfte machen. Ja, etwas mehr als die Hälfte. Nochmal Body Slam. Damit ist der Delegator zerstört. Letzte Attacke. Davon gehe ich jetzt mal stark aus. Bohrschnabel sollte hier den Sieg bringen. Bohrschnabel bringt den Sieg. Zapdos erledigt im Alleingang Erika. Sieg, damit holen wir auch den vierten Schlüssel, den vierten Orden. Hier in der Arena Leiterburg, Runde 2, Glurak und Mewtwo haben noch auf der Bank Platz genommen, mussten nicht eingreifen. Zapdos hat es im Alleingang geregelt. Prismania City, Runde 2 geschafft. Und da ist der Schlüssel zu Kogas Turm. Hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Schreibt einen Kommentar. Und dann sehen wir uns das nächste Mal hier wieder bei Pokémon Stadium. Macht's gut.